Yo, Bros, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sichner und Danny Monk ist heute nicht mit dabei. Und ja, ihr seht im Hintergrund, ich spiele hier eine oder habe gespielt eine Runde Call of Duty Ghosts Team Deathmatch. Keine Ahnung, wie die Map heißt, ist aber auch egal. Der Endscore war jetzt nicht so hoch, weil ich bin, wie ihr sehen könnt, auch hier nachgejoint und am Anfang habe ich keine Gegner gefunden, aber ist auch egal, ich habe einfach mir zum Gameplay gebraucht für ein kurzes Video, das ich hier machen möchte. Und ja, gespielt habe ich noch mit der Honey Badger, also die Waffe, hier Aufsätze, keine Ahnung, und die Killstreaks waren die Sadcom, der Hund da, und dann hätte ich noch, ich weiß nicht mehr, wie die 10er Streak heißt, ist auch egal. Ich habe hier mit einem zweiten Account von mir wieder angefangen, das Spiel zu spielen. Also ich habe nicht mit dem Hauptaccount gespielt, sondern mit dem zweiten Account, war noch ein ziemlich niedriges Level. Und ja, ich habe nur so zwei kleine Themen, die ich hier ansprechen wollte. Und zwar erstens bin ich jetzt umgezogen in ein neues Haus, bin aber immer noch in derselben Ortschaft wie vorhin, ist einfach ein größeres Haus. Ja Leute, ich schwöre, ich habe ein richtig geiles Zimmer. Also jetzt no abgehoben, aber mein Zimmer ist schon richtig geil, muss ich schon zugeben. Es ist einfach verdammt groß. Es ist unten bei uns im Haus im Keller. Und dort, ja, wie gesagt, ist jetzt mein Zimmer. Ich habe sogar mein eigenes Badezimmer. Und eigentlich alles, was es hier braucht. Fernseher, PC natürlich, Monitor, die Blazy darf natürlich auch nicht fehlen, eine Couch, die man auch zu einem, ja, so ein Bettsofa halt, und dann habe ich noch natürlich mein Bett und einen Schrank, alles was man braucht natürlich. Ja, so das zudem, ich bin jetzt umgezogen und ja, finde ich richtig nice. Dann, ja, das war jetzt nur so ein kleines Thema, was ich sagen wollte. Und dann sind ja jetzt wieder, weiß gar nicht wie lange her das mein letztes Video war, aber in letzter Zeit habe ich irgendwie einfach keinen Bock, irgendwas zu zocken, weil, ja, eben, wie ihr sehen könnt, hier Ghosts, ich spiele zwischendurch mal ein bisschen Ghosts, aber sonst zocke ich eigentlich nicht mehr viel, also fast nicht mehr, außer Pokémon Go ist natürlich klar, das spielt jeder, so muss ich es auch spielen. Ja, natürlich Pokémon Go richtig am Suchten, aber sonst hier auf der Blazy zocke ich eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich habe einfach eben kein Spiel, das ich jetzt spielen möchte, weil Black Ops 3 habe ich sowieso keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. FIFA 16 ist auch ausgelutscht. Ja, und das Einzige, was ich noch sonst noch spiele aus der Ghost, ist ab und zu mal wieder ein bisschen Assassin's Creed Syndicate. Das muss ich sowieso noch mir durchspielen. Die Story habe ich noch nicht ganz durchgespielt. Das ist das Einzige, was ich noch, was ich sonst noch spiele. Ja, nur noch Ghosts eigentlich zwischendurch und Assassin's Creed Syndicate. Sonst spiele ich nichts mehr. Also Black Ops 3 habe ich überhaupt keine Motivation, das Spiel zu spielen. Ach ja, und Battlefield 4 spiele ich auch noch. Also zwischendurch habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, dass ich das noch ein bisschen spiele, aber sonst nichts. Ich muss jetzt einfach warten, bis die neuen Spiele da sind. FIFA 17, Battlefield 1. Was, ich habe mir richtig viele Spiele, also nein, richtig viele. Drei Spiele habe ich noch, die ich vorbestellt habe. Das sind Battlefield 1, FIFA 17 und Dragon Ball Xenoverse 2. Das sind so die Spiele, die ich als nächstes bekommen werde und spielen werde. Und ja, zudem ist mir noch mein SCUF-Controller kaputt gegangen und ich habe keinen, wirklich keinen Plan, wieso. Einfach so. Ich habe noch gespielt einen Tag zuvor mit Call of Duty Ghost habe ich gespielt. Dort ist er noch einwandfrei gegangen. Und dann wollte ich am nächsten Tag wieder spielen. Da wollte ich so rumspringen. Also jetzt hier in Ghost kannst du natürlich nicht so rumspringen wie in Black Ops 3 oder so. Aber wenn ich hinten die Pedals gedrückt habe, ist der gar nicht mehr gesprungen. Und ja, einfach so. Ich habe keinen Plan. Ich habe nichts mit dem Controller gemacht und ja, kaputt ohne Grund sozusagen. Also ich habe keinen Plan. Jetzt muss ich mir halt einen neuen kaufen. Ist
finde ich ziemlich belastend. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Das Gameplay ist zu Ende, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich sage, ich schaut raus. Und ja, ciao.